Wenn du ins Paradies willst, das ist ein wunderschönes Ziel. Allahumma rizukna al-Jannah. Aber nicht mit den Taten der Höllenbewohner. Wir haben Leute, die wollen in das Paradies mit den Taten der Höllenbewohner. Wie willst du Befestigung von Allah bekommen? Wie soll Allah dich befestigen, wenn dein Leben darin besteht, dass du die ganze Zeit mit Frauen chattest, dass du in die Diskotheken gehst, in die Shisha-Bars gehst, mit Homies abhängst, die dich nur in Jahannam heimbringen? Wie willst du ins Paradies? Wie? Sag es mir. Du weißt selber, dass das verdorbene Freunde sind. Trenne dich von ihnen, denn du wirst sehen, es wird der Tag kommen, wo du sie verfluchen wirst. So oder so. Deswegen entferne dich in dieser Dunya, bevor du sie Yawmul Qiyamah verfluchen wirst. Al-Akhillau Yawma Idin Ba'duhum li Ba'din Adu. Die besten Freunde, sagt Allah Azza wa Jalla, werden am Tage der Auferstehung einer des anderen Feind sein. Sie werden sich verfluchen gegenseitig. Aber lauf weiter mit Momo und lauf weiter mit Jojo und lass sie dich in Jahannam bringen. Allah, ihn musst du am meisten lieben. Für Allah gibst du Leute auf. Für Allah gibst du das Falsche, woran du im Herzen glaubst, auf. Für Allah. Und dann kommt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass du ihn am meisten unter der Schöpfung liebst. Und er ist derjenige, der dir den Weg gewiesen hat. Die Sunna, seine Sunna ist besser als das, was du dir in deinem Leben vorstellen kannst.